Seit 1980 ist er als alternativer Nobelpreis bekannt. Mit dem Right Livelihood Award wird besonderes Engagement für Menschenrechte, Umwelt und Frieden ausgezeichnet. In diesem Jahr zählt die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee zu den 4 Preisträgern. Deren Mitglieder würden Leben retten und immer wieder auf die humanitäre Krise auf dem Mittelmeer aufmerksam machen, hieß es. Der spendenfinanzierte Preis wird Ende November verliehen. Mit ihrem Rettungsschiff Ocean Viking sind sie seit mehreren Jahren im Einsatz, SOS Mediterranee. Die Hilfsorganisation mit Ablegern in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz hat bisher fast 40.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet, finanziert ausschließlich mit Spendengeldern. Der Preis sorge für zusätzliche Sichtbarkeit, freuen sich die Macher. Und es ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, den Menschen wieder mal vor Augen zu führen, was da jeden Tag abläuft auf dem Mittelmeer an humanitärer Katastrophe. Jedes Jahr zeichnet die schwedische Stiftung Organisationen und Personen aus, die sich für eine gerechte Lebensgrundlage für alle Menschen einsetzen und damit die Welt ein Stück besser machen wollen, so der deutsch-schwedische Direktor der Stiftung. Also alle 4 ausgezeichneten Projekte in diesem Jahr setzen sich für Menschen ein, die großes Leid erleben und deren Stimme so häufig ignoriert wird. Eine dieser Stimmen, Mother Nature Cambodia, eine Gruppe von jungen Umwelt- und Demokratieaktivisten aus Kambodscha. Gleich 2 Preise gehen nach Afrika an Phyllis Omido, Umweltaktivistin aus Kenia, und an die Ärztin Eunice Brookman Amisa aus Ghana. Sie setzt sich seit mehr als 30 Jahren für Frauenrechte und das Recht auf Abtreibung in mehreren afrikanischen Ländern ein. Das Preisgeld in diesem Jahr, umgerechnet knapp 260.000 Euro. Es soll vor allem der Projektarbeit zugutekommen. Verliehen werden die Awards, die auch als alternative Nobelpreise bekannt sind, Ende November in Stockholm.